Hallo Internet und hallo YouTube, weiter geht's mit Transport Fever 2. Ich bin gerade überlegen, wie wir jetzt weitermachen da. Und mich interessiert es eigentlich, ich finde es eher interessant, als noch immer die Linie hier von hier hinten rumzuziehen. Hat sicherlich mehr Interesse. Das Problem ist nur, wir haben da ein totes Gleis natürlich. Nicht wirklich, weil wir kommen ja trotzdem wieder weg da. Schauen wir mal kurz, wie das funktioniert, ob wir da hinten rumkommen, am Berg und alles. Das ist ein sehr interessanter Streckenführer, was ich jetzt vorhabe eigentlich. Und einmal durch den Berg durch, das war mir klar. Müssen wir weitergehen, müssen wir da schauen. Da kann man nämlich schön eine Strecke rüber machen und abzweigen noch. Ja, wenn es so gehen und dann hier entlang weiter. Ja, das ist okay. Jetzt schaut das eigentlich gar nicht so blöd aus. Da vielleicht noch ein bisschen Schlenker rein. Aber muss man echt gar nicht. Schlenker gibt es auch. Das Problem ist eher, welche nehmen wir denn da überhaupt? Welche? Oh Gott, das ist ein Budget, kommt nicht mehr um Linie der Zeit. Oh, rechts oder links? Von links auf rechts. Das ist okay. Nee, verkehrt. Ah, verkehrt, wir können rüber. Dass wir also noch ein riesengroßes Kreisvorfeld machen müssen, also man da keine Sorgen, dass man dann uns das nicht so ausgeht, wie man das vorstellt. Die Planung selber ist gar nicht so schlecht, die ich jetzt gerade habe. Ich finde jetzt interessant den Schlenker, da kann man wirklich schön rausfliegen, fahren dann. Da kann man wirklich dann super raus und eigentlich nochmal über das Wasser drüber. Jetzt wirklich die richtige, ich hab die richtige Schiene, hätte ich nicht geglaubt. So, dann spielen wir sich gleich mit der. Nächsten Sache. Na komm schon. Okay. Das ist wieder weiter, das gerade. Ernsthaft jetzt. YouTube will mich ärgern. Pardon, Spiel will mich ja nicht, YouTube, sorry. Sorry, YouTube, Spiel ärgert mich gerade. Und wie ist mir ja, schau so. Ehrlich jetzt? Muss man echt umdrehen, YouTube. Machen wir gar nicht so einfach da. Echt nicht mehr einfach gerade. So, das wird dazu passen jetzt aber. So, jetzt brauchen wir mal Signale.
Also das ist ganz schön weit vorne, dass ich. Oh, okay. Klassiker. Oh! Klassiker ist gut, das ist wirklich sehr knapp. Ja, das ist eine knappe Geschichte. Ein Klassiker. Geht sich sogar aus, dass man da echt noch ein Signal hinbekommt. Glaubt's nicht, das ist jetzt schneller gegangen als das Bauen von vorher, YouTube, also man glaubt's nicht. Glaubt man nicht. So, Tipps tun möchte ich jetzt nicht hin. So, jetzt haben wir auf jeden Fall meine Strecke hier. Die mir aber natürlich nicht in Betrieb nehmen noch. Aber theoretisch könnte man sie ja nicht in Betrieb nehmen. Könnten wir theoretisch eigentlich, aber es ist eigentlich nur eine Übergangslinie. Was ich aber noch gern machen würde, wäre hier. Ist nach Mittag. Aber das können wir nachher noch machen, dass wir da wegen der Linie noch kurz schauen. Da hier haben wir nicht schon rausgezogen, schätzerweise. Egal. Egal. So, das müssen wir hier auch noch machen auf der Seite. Sehe ich gerade. Ja, das habe ich auch befürchten gehabt, dass wir die da spaßigerweise da eine Straße reinziehen werden. Das Problem mit der Straße mal geklärt. Kann recht bleiben, die Straßen, weil es ist halt unnötig, dass deine Straße ist jetzt. Ich weiß nicht, wie die Ausrichtung sein wird. Das ist mal kurz die erste Ausrichtungsrunde. Da kann man eine Straße, da kann man eigentlich schon noch weiter bauen, die Straße, wenn sie es schon wollen. Jetzt muss ich mich auf die Straße nerven.
verbessert, als man Sachen verbessert, ausgebessert und schaut ein bisschen besser aus. Da kann sie ruhig bauen nach hinten, das ist okay. Das gefällt mir, so kann sie das machen, das ist alles gut so. So, London ist es noch nicht relativ interessant. Wir könnten uns das überlegen, was wir machen mit Helsinki. Weil. Dann kann man hier zumindest die Linie rüberlegen gleich. Helsinki noch ans Netz nehmen. Da haben wir jetzt 4 Bahnhöfe im Netz und können uns dann mal überlegen, wie wir die Streckenführung machen. Aber. Hack natürlich daran, wie man da jetzt eine Linie macht. Das ist eine lange Linie halt. Ist das nicht sinnvoll gerade? Zumindest das näher bei sich zusammen, was näher aneinander zusammen ist. Sind dafür besser gerade. Es ist nur viel Platz für viele neue Städte eigentlich. Das ist mit, da sind wir bei Glasgow hier gerade. Schauen wir mal in Glasgow vielleicht einen Bahnhof hinkriegen. Glaub, wo man hinkriegen in Glasgow. Da sehe ich auch ein bisschen schwarz langsam. Ja, schwarz sehe ich nicht eigentlich. Okay, es gibt dann 240er. Ganz ruhig und easy. Hätte ich nicht geglaubt. Hätte ich geglaubt, dass das mich ärgern muss länger. Man sieht Glasgow ohne große Aufwand. Das wird auch interessant für Glasgow. So groß wird die Stadt nicht werden. Wenn es ein bisschen vergrößerungsgut geht eigentlich. Dann baut es bitte gleich durch da. So, wünschen den schon. Dann will ich die Strecke updaten ein bisschen. Das gefällt mir jetzt nicht, die Linie da, dieser Gang nach vorne, bitte. Da kann man noch zumachen, schön. Hier haben wir auch noch Verbindungsweg legen. Die Straße, da bleibt bezweifellich. Wieder weg. Wir gehen jetzt mal da ist noch Verbindungsweg durch, okay. Können Sie haben. Machen zu machen, schaut es gar nicht so schlecht aus. So, wir brauchen als erstes natürlich wieder hier einmal einen Bahnhof. Beim Bahnhof eine Station. Brauchen wir hier. Hier auf die Rückseite eine Linie. Haltestelle, hier kommt eine Haltestelle, hier kommt eine Haltestelle. So, Industriegebiet. Das Problem natürlich hier ist jetzt eher. Ist gut zu erstrecken. Das wird eher schwer werden diesmal.
werden wir hier Zwischenstadt Haltestelle machen. Brauchen wir keine Haltestelle. Fast jetzt hier noch einer dazu. So, dann bauen wir noch ein Gebäude, nämlich eine welche, dass wir uns ein Fahrzeug zulegen können. Noch. Frage. Ich glaube, ich erübe sie von selbst hier. Ne, vom Bahnhof das Ganze hinzustellen. Und das hat sogar eine Linie gemacht. Linie 1. Boah. Das sind viele Haltestellen, das ist sehr unübersichtlich gerade. Schauen wir uns das mal genau an jetzt. So. Linie 1 geht jetzt von. Boah. Kann man so machen? Kann man so machen? Und so machen. So, Glasgow haben wir mal jetzt. Nächste Linie. Interessant wird es eher, wenn man da wirklich alle Haltestellen hat drauf. Das ist sehr interessant, wenn jetzt die dritte Linie. Zwischen die legen. Ja, das ist eine interessante, das ist eine komische Strecke, für das ist eine noch schlimmere Strecke für uns die letzte. FBNV Class Go. Setta Dresda. So, für die dritte brauchen wir auf jeden Fall mehr. So, 28 im Ansatz. Der braucht auf jeden Fall mehr. So, alle Fahrzeuge sind gesetzt. Alle Fahrzeuge sind unterwegs. So, jetzt versuchen wir noch eine Zuglinie zum Pristina darüber zu kriegen. Aber da kann ich gleich sagen, da werden wir das äußerste Gleis nehmen. Pah, so einfaches Gleis, ne? Ist aber eigentlich wurscht, das ist ja nur eingleisig. Ach Gott, das ist auch noch.
Also habe ich schon fast gedacht, dass man da eher. Finde es aber aufgeschüttet besser. Muss ich jetzt ehrlich sagen, leider. Das ist ein bisschen auch bis gleich auseinander, also egal. Das ist ein Glasgow, da ist Glasgow. Versuchen das jetzt hier easy going mäßig. Ganz easy. Schauen wir uns zumindest dann da hinten eine X-Weiche, dafür haben wir den Gegensignal, das passt schon so. Da habe ich ein bisschen sehr weit vorne gesetzt, nicht wurscht. Das kann auf der Brücke. Nach Verbrücken von der Tunneleinfahrt über den Tunnel Ausfahrt 1. Und jetzt müssen wir hier noch eine X-Weiche hinmachen. Wie hätte ich sie gern? Gut. Das Problem natürlich jetzt bei der ganzen Sache ist eher gewesen. Ah, klar, seht ihr noch gern. Haben wir dagegen zu. Das erste kann man das Gegensignal eigentlich schon machen. So, die Strecke geht vom Kindi weg. Pristina soll eigentlich ein Endbahnhof sein. So werden wir hier. Ein Depot hinmachen. Ein bisschen weiter nach drüben. Fürs erste halt. Ich auch gut mit der mit dem Signal. Jetzt haben wir unsere erste Linie, die da heißt. Das ist unsere zweite Linie schon. Das ist eine SP-Strecke. Die ist in Glasgow. Da geht auch. Wir haben unsere Linie. Wir haben auch gleich Zug kaufen, weil es den nächsten Platz haben muss, dass dann an den Zug fährt. Leider Gottes haben wir noch immer erst den hier. Hätte ich aber gerne in grün gehabt, ihr Typ. Passt schön. Dann nehmen wir noch auf 48 auf. So, da machen wir auch zwei draus und die kaufen wir an den nächsten Part. Gibt es das dann zu sehen? Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir spielen Transportfieber 2 bei mir in Knapp mit mir.